Hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact beim Windblumenfest, wo wir jetzt uns auf den Weg machen und King Arthur leider nicht helfen können, den kleinen Arthur, aber wir werden die Festherausforderung weitermachen, denn wir werden jetzt ein wenig musizieren und dann schauen wir uns nochmal als erstes an Bahn der Sterne. Klee, ich bin nicht sehr... Achso. Liedbischof auf einer Reise durch das Reich der Sterblichen können sich die vorherrschenden Mühen und unerwarteten Wendungen als frustrierend erweisen. Aber die sanften Lieder, die durch das Firmament hallen und die sanften Gesänge des Sternenhimmels werden die Füße der Reisenden immer weiterführen. Ich habe gerade mal mein Jäckchen ausgezogen nebenbei. Geht das hier weiter, der Text? Nee, ne? Klee. Ich bin nicht sehr gut darin, Lieder zu spielen und so. Kann mir das jemand beibringen? Bitte, ich tausche einige meiner Schätze mit dir. Noelle, Musik für alle zu spielen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, gehört zu den Aufgaben einer Magd. Ich werde mein Bestes tun. Wendy natürlich auf dem ersten. Die Techniken des Leierspiels sind das Geheimnis eines Baden. Wenn wir das alles in einem Lehrbuch zusammenfassen würden, könnten wir wahrscheinlich ein ganz neues Studienfach schaffen. Vorführung beginnen. Ach, okay. Wir machen mal normal natürlich. Das andere müssen wir freischalten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das können wir direkt machen. Okay, ist natürlich scheiße hier am Baum. Was müssen wir jetzt machen? Ach, drücken einfach, ne? Ah, okay. Kreis. Oh. Oh Gott. Das erfordert Konzentration tatsächlich. Aber was kriegen wir hin? Wir haben sogar eine Kombo gerade. Shit. Man muss sich echt konzentrieren. Welcher Kreis zuerst drankommt, das ist das Schwierige, finde ich. Gescheitert. Super. Cool. Oh, das ist eine gute Kombo jetzt. Nein! Den habe ich nicht getroffen rechts. Geil. Bewertung Ohrwurm. Okay, aber wir haben noch nicht das Ganze, ne? Wie viel brauchen wir? 1800? Schwierig können wir machen. Kriegen wir da mehr Punkte? Probieren wir mal. Lalala. Ich glaube, da kriegen wir mehr Punkte. Konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. Oh, zweimal sogar. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft. Falsche Taste. Mist. Da hätten wir beide drücken müssen, ne? Holla, die Waldfee. Oh, ich habe gerade beide gedrückt, aber es hat nicht geklappt. Falsche Taste. Oh, das ist schlecht gerade. Das war besser. Hä? Wir müssen hier irgendwie... Es ist nicht leicht, Leute. Auch wenn man das vielleicht denken mag. Das war schlecht, das war schlecht. Trotzdem aber Ohrwurm, okay. Hä, warum kriegen wir jetzt schon wieder ein Geschenk? Bahn der Sterne. Auf Experte. Ach so. Ah, okay. Wir müssen also alle Schwierigkeitsgrade spielen. 1800. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird hart. Ich glaube, das wird richtig hart. Oh Gott.
Gott. Wo sind unsere Punkte? Oben rechts, oben links sind unsere Punkte. Es macht Spaß, es macht richtig Spaß. Boah, das war gut, das war gut. Mist. Die 1800 haben wir schon. Nein! Oh, das mit dem gleichzeitig ist ja schwer. Oh Gott. Naja, aber... haben wir geschafft. Cool. Geiles Spiel auf jeden Fall. Haben wir das schon geschafft? Ey, ich versuche mich mal besser hinzustellen, ne? Wartet mal. War dann doch ein bisschen nervig, wie wir gerade gestanden haben. Kann man es hier nicht schön ans Wasser stellen? Hier so ans Wasser. Und dann kann man ein bisschen spielen. So, hier haben wir alles. Dann geht's jetzt in den Morgentau. Liedbeschreibung, achso. Einst hob Rang Windre den Vorhang der Morgendämmerung über Mondstadt und sang das hohe Lied der Befreiung. Als sich der Staub des Krieges gelegt hatte, kehrte der schwertschwingende Ritter nach Hause zurück, kümmerte sich um das Weingut und pflegte die friedlichen Obstgärten, wartend auf das erste Licht der Morgendämmerung. Wesor, Musikliebhaber. Musik, sehr schön, aber ich verstehe das nicht. Lisa, aufsteigender Musiker. Beruhigende Musik hilft mir wirklich zu entspannen. Wenn sich jetzt noch ein gewisser Süßer freiwillig als mein Privatmusiker melden würde, um mir ein Schlaflied vorzuspielen, wäre das noch besser. Ja, wer ist denn der Süße? Wer ist denn das? Dichter des Windblumenfests, Siluk. Ich weiß, wenn man Musik macht. Ist das so seltsam? Ja, bei dir ist das seltsam. Okay, dann einmal los. Erstmal wieder auf normal. Ah, schön vom schön im Wasser. Dim, dim. Das mache ich nur für euch. Genshin Hero. Nein! Ist schwierig, wenn die gleichzeitig kommen, also linke und rechte Seite, sage ich mal. Dann wird's verwirrend. Genau das meine ich. Ah, geschafft. Cool. Das ist echt schwer. Wenn du gleichzeitig drücken musst. Ist auch so spiegelverkehrt tatsächlich. Einsammeln. Nein! Wir wollen es dann nochmal auf schwierig machen. Bude wackelt. Dim, 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 dim.
Ich dachte, die waren gleichzeitig eben. Waren sie aber nicht ganz. Boah, das ist eine richtig gute Runde. Die sind gleichzeitig. Boah, war das eine gute Runde. Ein Fehler eigentlich nur gemacht. Die Bude wackelt. Geil. Dann geht's gleich in den Expertenmodus. Ich brauche noch einen Modus höher, glaube ich. Dim, 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 dim. Okay, ich konzentriere mich. Vier Dinger hintereinander. Hast du, wenn man einmal raus ist, wenn man einmal sich verguckt hat, dann ist vorbei. Mist. Oh Gott, das ist hart. Hier ist echt, das ist echt schwer. Das mittlere ging noch, aber das ist echt schwer gewesen. Da ist nur ein Ohrwurm geworden. Aber haben wir trotzdem alle gehabt. Cool. Ist mein Lieblingsding von den Minidinger, von den Minispielen. Sanfte Kraft. Es gibt eine unausgesprochene Regel, die sich durch den Ritterorden zieht. Sie lautet, dass man seine Kameraden mit äußerster Sanftmut und Akzeptanz behandelt, bis alle sich gegenseitig kennen, wie sie sich selbst kennen. Auf diese Weise sollen sie auf ihren Reisen einander helfen, anstatt den anderen ins Straucheln zu bringen. So Bennett, der Musikliebhaber. Wenn ich ein paar tolle Melodien lerne, wird das helfen, die Stimmung meiner Gefährten zu heben. Nun, es könnte zumindest ein Lächeln auf ihre Gesichter zaubern, wenn wir vom Pech verfolgt sind. Kaya, was für eine interessante Abwechslung. Da alle in Hochstimmung sind, wäre es wirklich eine Schande, wenn ich nicht ein wenig mitmachen würde. Barbara, Singen und Spielen sind Fähigkeiten, die jeder Star haben muss. Wenn ich mich erst einmal an diese Leier gewöhnt habe, werde ich nur noch besser und besser werden. Dann mal los. Wieder konzentrieren. Scheiße, das will ich nochmal machen. Die Curvings von mal perfekt probieren, oder? Den will ich perfekt hinkriegen. Ja, der war perfekt. Perfekt. Über den Wolken. Besser ging's nicht. Aber es war auch schon schwer, da keinen Fehler zu machen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt bei den nächsten natürlich nicht. Das ist eine geile Idee, echt. Das ist eine richtig coole Idee, finde ich. Diese Dinger hier einzubauen, diese Minispiele. Und die sind doch echt spaßig. Jetzt wird's richtig schwer, glaube ich.
zumindest bei Experte gleich. Alter, guck mal, das haben wir auch perfekt geschafft. Alter, das hätte ich gar nicht gedacht. Über den Wolken. Geil, geil, geil. Man wird besser in dem Spiel auf jeden Fall auch. Aber das wird jetzt noch schwierig. Jetzt wird es, glaube ich, sehr schwer. Oh Gott. Habe wieder einer gleichzeitig gerade dazwischen. Mist. Boah. Guckt. Aber man wird besser, man trifft doch die gleichzeitigen teilweise schon. Aber nicht alle. Oah. Aber es sollte reichen, oder? Ohrwurm. Ja, locker. War nicht schlecht. Okay, geil. Guck mal, die haben wir alle geschafft. Voll gut, das freut mich voll. So, was haben wir denn noch? Garten der Gelüste, was ist denn das? Was war denn das? Diese Sphäre ist eine Sammlung von selten gesehenen Herausforderungen, die sich ständig verändert und deren Prinzipien nicht bekannt ist. In den Geschichten der Abenteurer ist sie als Garten der Gelüste bekannt. Jedes Mal, wenn du den Garten der Gelüste betrittst, wirst du dich drei speziellen zufälligen Herausforderungen der Gelüste stellen. Je nachdem, wie viel Ausdruckskraft du während dieser Herausforderungen ansammelst, erhältst du alle Arten von Segnungen, die deine Stärke während der Prüfung der Gelüste am Ende des Gartens erhöhen werden. Und dann haben wir noch die Fest-Anekdoten. Ich glaube, das sind die Quests, oder? Das sind die ganz normalen Quests. Oder? Ja, das sind die Aufträge. Die nehme ich dann ab der nächsten Folge mit. Dann konzentrieren wir uns darauf. Beziehungsweise diese drei Herausforderungen machen wir vorher dann noch. Wir können ja mal den Garten der Gelüste uns angucken. Garten der Gelüste, unterhalte dich mit Plauen. Plauen von der Abenteurergilde möchte dich mit einer mysteriösen Sphäre in der Wildnis und Mondstadt vertraut machen. Okay, dann gehen wir mal zu Plauen. Wo ist er denn? Ach, guck mal, wie viel Zeug wir jetzt kriegen hier. Plauen. Das ist doch bestimmt hier drinne, oder? Moment.
der das oder was? Okay, wir gucken einfach mal. Wir gehen mal über die Brücke. Okay. Ach so, hier haben wir übrigens noch mal was bekommen. Ach, Punkte. Ich kriege natürlich ordentlich Punkte, ne, für diese Dingers. Oh Gott. Gut, das schaffen wir nicht alles. Zerbrechliches Harz, toll. So, der gute Plauen. Der müsste irgendwo da sein. Die nehmen wir nochmal mit. Der ist da oben irgendwo, oder? Was ist er denn? Muss ja irgendwo hier oben sein. Ach ja, da. Ja. Willkommen, möchtest du dich in die vor dir liegende Sphäre wagen? Da kann ich schlecht ablehnen. Scheint eine besondere zu sein. Dann bist du bei mir richtig. Ich bin Plauen von der Abenteurergilde. Ich bewache den Eingang zu dieser Sphäre. Den Aufzeichnungen der Abenteurergilde zufolge erscheint sie nur in bestimmten Zeiten. Da gerade das Windblumenfest im Gang ist, haben wir ihr Inneres so angepasst, dass es eine besondere Herausforderung darstellt. Ist das nicht gefährlich? Keine Sorge, diese Aktivität gibt es nur im Rahmen des Festes. Gestandene Abenteurer begleiten jeden, der nicht erfahren genug ist. Als Veteran bist du auf diese Hilfe aber bestimmt nicht angewiesen. Du kannst diese Sphäre alleine erkunden oder Freunde dazu einladen. So oder so erwartet dich am Ende eine Belohnung. Wird gemacht. Dann halte ich dich nicht länger auf. Viel Spaß da drin. Mit fortschreitender Dauer des bla bla bla. Okay. Ja, wir können dann einmal hier rein. Das ist der Garten der Gelüste. Klingt irgendwie falsch. Der Eingang zum Garten der Gelüste zeigt sich nur zu bestimmten... Achso. Alle Besucher müssen sich drei Herausforderungen stellen, zufällige Herausforderungen mit starken Gegnern. Weil diese Sphäre kommt, ist mittlerweile nicht mehr nachzuprüfen. Die Freuden, die sie bringt, sind aber unumstritten. Bringst du genug Ausdruckskraft auf, indem du auf die Schwachstellen dieser Ruinenvorrichtung schießt, erhältst du einen mächtigen Segen. Truppenstufe 36 empfohlen. Was ist denn, wenn wir jetzt mal auf Mehrspieler gehen würden? Achso, okay. Wir könnten tatsächlich jetzt im Mehrspielermodus, das will ich aber nicht machen, weil ich hier keinen ins Let's Play reinnehmen will, wisst ihr? Okay, starten einfach mal. Ich will jetzt hier nicht irgendeinen Namen mit reinnehmen, ne? Außer, es ist vorher abgesprochen. Ich weiß natürlich nicht, ob man die Namen sieht, das weiß ich nicht. Müsste man aber, denke ich, mal irgendwie sehen können. Oder die IDs oder irgendwas. Mögliche Segen verringert den Ausdauerverbrauch, erhöht die KT bei Anwendung heftiger Schläge. Was ist das denn? Achso, ist gelost. Einbahnstraße. Begehbare Felder werden kurz beleuchtet, bevor die Herausforderung beginnt. Die anderen Felder erzeugen Fangfallen. Ey, das geht immer weg. Ach du Scheiße. Was muss man jetzt machen? Okay. Müssen wir uns das jetzt merken, oder was? Oh Gott. Oh Gott. So? Scheiße. So? Wow, das war sogar richtig. Geil. Cool.
Und jetzt? Barrieren. Minuet. Die Vorrichtung in der Mitte dieser Sphäre feuert ständig aus einer... Alter! Ich will das lesen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ausweichen, oder was? Werde nicht getroffen. Ah, okay. Wir sollen wirklich ausweichen, so wie es aussieht. Okay, wir müssen weiter weggehen. Das ist ein bisschen besser. Wir haben 45 Sekunden noch, oder was? Was ist denn das? Ach, Geschwindigkeit, so wie es aussieht. Wie oft dürfen wir denn getroffen werden, ist die Frage. Oha. Ach, wir dürfen nicht mehr als 4-mal getroffen werden. Ach du Scheiße. Kommt jetzt noch irgendwas? Nee, okay. 2-mal nur getroffen worden, also haben wir es geschafft. Sehr gut. So, kurz warten, dann geht's weiter. Ach, das sind ja richtige Füllerfolgen jetzt. Aber irgendwie spannend. Ich hoffe, es kommt wieder was Neues. Ja. Steige mit Hilfe von zufälligen in den Windfeldern auf, während du so viele Blütenkronen wie möglich sammelst und im Flug verweilst. Fällst du zu Boden, bla bla bla, okay. Irgendwelche Windfelder aufsteigen? Bitte nutze das Windfeld zum Fliegen. Sammle Punkte für Blütenkronen. Okay. Was soll man... Achso, hier oder was? Oh Gott. Okay, das ist ja gar nicht meins, so diese Fliegedinger. Was ist, wenn wir jetzt 200 gesammelt haben? Was passiert dann? Wo ist denn der letzte? Achso, hier kommen noch welche, oder was? Oder ist das irgendein Mist? Nee, das ist doch, oder? Hier sind jetzt so ein paar. Ach, okay. Wir müssen nur 200 sammeln. Okay. Jetzt haben wir irgendeine Ausdruckskraft bekommen. Okay. Und was kommt jetzt? Jetzt kommen dann Gegner, oder was? Kampftalent. Und jetzt haben wir Boni oder wie für Gegner, kann das sein? Ja, Koloss, bringst du genug Ausdruckskraft auf, indem du auf die Schwachstellen dieser Ruinenvorrichtung schießt, hältst du einen mächtigen Segen. Was für Vorrichtung? Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ruinwächter ist da auch am Start. Ach, das, da sollte man nicht rein. Oh mein Gott. Was ist hier los? Oh Gott, der hat ja Laserstrahlen. Was ist denn das für ein Gerät? Okay, wir sind eindeutig noch zu schwach dafür. Alter Schwede. Okay, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Können wir essen? Sieht so aus. So, von denen haben wir ganz viele. Alter Schwede. Aber wir haben viel Zeit dafür. Alter. Wow. Der ist fast tot.
Den haben wir. Boah. Boah, diese fetten Viecher nerven überhaupt nicht, ne? Alter Schwede. Ich will nur den Kleinen da kriegen. An die anderen traue ich mich gar nicht ran. Komm her, Kleiner. Mist. Na toll. Na toll. Jetzt kommt er wieder mit seinem komischen Angriff da. So, den haben wir. Jetzt müssen wir uns auf die anderen konzentrieren. Irgendwie. Jetzt kommt er mit seinen Raketen. Oh, der Große nervt ja. Was ist denn das für ein Typ eigentlich, du? Da hat er noch so einen scheiß Laser. So, komm. Ach, der hat auch so einen Angriff. Oh, nee. Lass mich in Ruhe. Boah, die haben es in sich. Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir die in 6 Minuten schaffen. Wir machen zu wenig Schaden. Also wir können zwar ab und zu ein bisschen draufkloppen, aber wir machen einfach, glaube ich, zu wenig Schaden. Und müssen auch zu viel ausweichen tatsächlich. Das ist echt doof. Weil wir halt bald wieder übersättigt sind. Mist. Oh, jetzt kommt der wieder. Der nervigste Angriff von allen Angriffen, finde ich. Der, genau dieser Angriff. Ich will beide treffen mit unserer Fähigkeit. Jetzt kommt der auch, oder was mit der Angriff? Ne, das sind ja die Raketen. Aber wir haben viel Ausdauer, ne? Wir haben deutlich mehr Ausdauer. Die müssen einfach auch ein bisschen angreifen, das ist das Problem. Kommt der wieder mit seinem Scheiß. Wir haben gerade mal die Hälfte von dem kleinen Fass, ne? Ah, geh weg mit deinem scheiß Laser. Aber der beschützt den Kleinen noch immer, hast du so das Gefühl. Er steht immer vor dem. Jetzt kommt er wieder mit seinem Drehangriff. Man kommt nicht ran an die. Nur bedingt. Jetzt. Und schon greift er wieder an. Und jetzt hat er mich voll erwischt. Scheiße. Wir sind gleich übersättigt. Oh Mann. Das schaffen wir nicht. Da sind wir noch zu schwach zu. Und jetzt kommt er auch wieder mit seinem Drehangriff. Dann bräuchte halt ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen. Okay, das macht ganz gut Schaden. Ja, jetzt kommt da wieder, jetzt kommt hier wieder. Ja, lass mich doch mal in Ruhe, lass mich in Ruhe kämpfen. Komm, greife an.
Los, springen. Und er rennt auf mich zu. Und er macht schon wieder seinen Drehangriff. Wir kommen leider zu schlecht an die ran. Da, schon wieder der Drehangriff. Die greifen zu oft an, man muss zu viel ausweichen. Da, und jetzt muss man wieder ausweichen, weil der nächste wieder angreift. Und jetzt greift der wieder an. Macht einen Dreierangriff, wo man wieder Zeit verliert. Jetzt kommt der auf einen zugerannt wieder. Es ist zu krass. Und wir treffen die nicht mehr damit. Und jetzt kommt er wieder da hinten, macht wieder was. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ey, es reicht mir jetzt, komm. Toll. Vielleicht hilft das ein bisschen mehr. Wenn wir mit Ember probieren. Ein paar Headshots verteilen. Da die einfach zu viel angreifen. Von hinten, von der Entfernung. Das könnte klappen mit Ember, ne? Naja, ich scheiß Raketen. Man muss halt natürlich auch auf den Kopf zielen. Jetzt reizt es mich natürlich, das nochmal zu versuchen mit Ember. Doch, mit ihr könnte es klappen. Zumindest die Kleinen hier wegzukriegen. Aber wir müssen aufpassen. Scheiße. Oh, dieser Drehangriff geht mir auf den Sack. Ja, jetzt kommen wir mit seinen Raketen auch wieder. Ach, greif doch nicht jetzt an, wo ich ihn fast habe, ey. Jetzt kommt er wieder mit so einem Scheißangriff. Mann! Wo ich ihn fast hatte. Das ist so typisch für diese Spiele. Stirb doch endlich mal. Was? Es gibt eine ungerade Zahl, deswegen Blitzeinschläge eintreffen? Was ist das denn jetzt schon wieder? Ist ja noch nicht genug hier auf dem Feld los, ne? Oh, was castet der denn da die ganze Zeit? Und dieser Blitz macht mich jetzt ja richtig kirre. Ja, jetzt schaffen wir ihn nicht mehr. Mist! Aber den hätten wir, glaube ich, geschafft. Aber wir schaffen es in der Zeit nicht mehr. Jetzt kommt er mit seinem Drehangriff. Der nervigste Angriff von denen. Ja, wir müssen den Kleinen schneller down kriegen. Aber jetzt ist es auch abgelaufen, die Zeit. Boah. Das würde ich gern nochmal probieren. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Das würde ich sehr gerne nochmal probieren. Mein Handy hat auch nur 7%. Das ist meine Stoppuhr, die immer nebenbei läuft, damit ich weiß, wie lange wir schon aufnehmen. Ach Gott, das war anstrengend. Und wir sind alle... Ach, das gibt's doch gar nicht. Müssen wir uns echt heilen? Klasse.
Na gut. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt nochmal ein Päuschen. Ich kann hier gerade auch gar nicht mehr sitzen. Wir sind schon bei 40 Minuten wieder. Vielleicht lade ich auch in der Woche zwischendurch mal eine noch hoch oder so, ne? Weil wir ja jetzt auch ein bisschen mehr durch dieses Windblumenfest haben. Wir versuchen in der nächsten Folge nochmal diese Sphäre zu schaffen. Und ich versuche es tatsächlich mal ein bisschen mehr mit Ember. Das hat ja eben ganz gut geklappt bei dem Kleinen. Und mal gucken, wie weit wir dann mit dem Großen kommen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir schaffen es. Und dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.